Guten Morgen, meine Lieben, ich begrüße ganz herzlich zu einem neuen Video von uns. Ja, diesmal alleine, es ist 4 Uhr. Ich bin wach, weil ich werde heute nach Rumänien fliegen, zu meiner Tante. Mir geht es gesundheitlich nicht so gut und... Ja, Maß. Und ich muss kurz zu ihr gehen, der Vater führt mich zum Flughafen. Ich habe mich von der Familie schon verabschiedet und ja, ihr seid natürlich auch diesmal wieder dabei. Also, bis später, weil wir sind ein bisschen unter Zeitdruck. Hey, ihr Lieben, ich bin schon im Flughafen. Der Patrick hat mich schon draußen abgestellt. Ich muss meinen Koffer abgeben und da ist wirklich nicht wenig los. Ja, also Zeitdruck habe ich nicht. Ich bin rechtzeitig da. Ich habe circa 2 Stunden vor mir. Aber trotzdem ist wirklich sehr viel los, weil ich zeige euch, ich drehe die Kamera um. Koffer schon abgegeben, jetzt stelle ich mich nochmal da an die Reihe ein für die Sicherheitskontrolle. Jetzt habe ich noch eine Stunde, bis die Maschine abfliegt. Schauen wir mal, gut durch den Sicherheitskontrolle durchgegangen, hat nichts gebiepst. Ja, und jetzt muss ich zu Gate D22, ist nicht mehr so weit, hoffe ich. Ja, auf alle Fälle für 5 Uhr in der Früh schon ziemlich viel los. Ich bin rechtzeitig angekommen. Unglaublich. Ich sitze schon im Flugzeug. Es wird schon langsam hell da draußen. Mein Gott. Und ja, ich habe schon ein bisschen Flugangst. Ich bin schon mal öfter geflogen, aber trotzdem, ja, irgendwie habe ich das nicht geschafft zu überwinden. Aber das wird eh schon überstehen. Also ist nicht so schlimm. Solange keine Turbulenzen gibt, ist alles okay. Jetzt ist, glaube ich, 7 Uhr und um 9 Uhr, 9.30 Uhr, ich glaube 7.30 Uhr ist Abflug. Und um 9.30 Uhr sind wir dann in Bukarest. Dort habe ich noch einen Bus reserviert, mit dem ich gleich zu meiner Tante nach Hause fahren kann. Auf alle Fälle, wir haben eine 2,5 Stunden Flug vor uns. Ich hoffe, dass alles passt und keine Turbulenzen gibt. Okay, wir bewegen uns auch. Was passiert jetzt? Der Rechtkommende oder was? Wer hat Vorrang jetzt? Hallo? Schon gelandet. Ich bin jetzt in Bukarest im Flughafen Otopeni. Flug an sich war sehr gut, also ohne Turbulenzen, gab es keine Probleme. So, jetzt muss ich noch meinen Koffer abholen und dann meinen Bus finden, der zu meiner Tante fährt. Das Geld muss ich auch noch wechseln, weil da gibt es noch keinen Euro. Jetzt ist es schon im Bus. Die Fahrt dauert auch so circa 2,5 Stunden, 3 Stunden, bis ich bei meiner Tante bin. Das ist ein Minibus, ich zeige euch, wie das aussieht. Ja, also wie man sieht, ist wirklich etwas Kleines für, weiß nicht, 20, 30 Leute. Und die Fahrt an sich kostet für 250 Kilometer um die 20, 25 Euro umgerechnet. Das ist okay, ja. Es ist einfach unglaublich. Ich bin das letzte Mal hier gefahren, glaube ich, ich war noch als Kind.
mit meinem Papa. Ich glaube, ich war ja damals so um die 14 Jahre alt. Wahnsinn. Da kommen die Erinnerungen hoch. Unfassbar. Sehr schön, mal wieder alles zu sehen und sich zu erinnern. Obwohl ein bisschen schmerzhaft ist, aber ja, Erinnerungen gehören zum Leben dazu. Ich bin schon angekommen, ich bin in Foxhan. Ja, das war ein, ich kann nicht sagen, angenehmer Fahrt, aber auch nicht anstrengend. Ja, also 5 Stunden, das reicht vollkommen, auf einem Platz zu sitzen und aufzustecken, nur wenn die anderen wollen, beziehungsweise im Flugzeug gar nicht. Ich zeige euch gleich mein Hotel. Ist gleich da auf der rechten Seite, das zeige ich euch. Man erkennt ja ganz wenig, aber warte kurz. So, das ist mein Hotel. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr zentral. Wow, das sieht so schön aus, unglaublich. Ja, ich bin froh, dass ich endlich angekommen bin. Mir geht auch nicht so gut, also ich habe irgendwie so Bauchschmerzen. Mein Hals kratzt auch ein bisschen. Ja, etwas erschöpft. Endlich ins Zimmer reingekommen. Ich freue mich einfach auf mein Bett. Man, das ist am Abend. Ich werde ein paar Dinge auspacken, dann zu meiner Tante nach Hause fahren. Ja, aber zuerst möchte ich kurz mal das Zimmer zeigen. Ich habe hier 2 Betten. Ich weiß nicht, warum 2 und nicht einen. Vielleicht kann ich zusammenschieben. Ja, würde gehen. Das ist... Aha. Ein Schrank. Oh Gott, das schaut schon ziemlich abgefuckt aus. Ich weiß nicht, was für eine Verwendung der Schrank überhaupt hat. Ich nehme es an, dass es ein Minibar ist. Ja. Da fehlt auf alle Fälle die Glasscheibe. Und da ist eine Tür, die ist ja mega, mega interessant. Ich habe es aufgemacht, ich zeige euch auch. Also haltet euch fest. Also man kann die Tür nicht richtig aufmachen, aber... Doch, und... Tada! Also, ich glaube, dass der Schrank vielleicht für einen Koffer geeignet ist. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, da hat es richtige Sex gegeben. Das ist ein Wahnsinn, wie der Boden aussieht. Da war wirklich nicht mit Gefühl. Ja, auf der anderen Seite ist genauso. Mein Gott, was ist da los? Jetzt gehen wir zum Badezimmer. Das ist der Eingang. Das heißt, ich drehe mich jetzt um und wir kommen quasi so ins Zimmer rein. Also, wie man ins Zimmer reinkommt, ist auf der rechten Seite ein Schrank. Ja, der ist ziemlich groß, der hat 2 Handtücher drinnen. Etwas kaputt, aber es ist in Ordnung. Ja, da unten ein bisschen auch. Ja, das ist in Ordnung, sage ich mal so. Ja, ich benutze ihn eh nicht, deswegen ist es mir relativ egal. Das sind 2 Schiebetüren. Warte mal, die gehen aber nicht. Schaut gut aus. So, auf der linken Seite ist das Badezimmer, klein, aber fein. Es ist ziemlich schlecht verarbeitet, aber es ist in Ordnung. Ich könnte sagen, dass ich das repariert habe. Also das ist so richtig gefuscht. Ich glaube, sowas kriege ich nur ich hin. Aber angeblich, es gibt nur einer, der genauso gut macht wie ich. Ich sage mal, das ist okay. Ich habe für 5 Nächte 150 Euro. Das ist okay, oder? Für alle 10 Nächte, wenn ich bezahle, also sie hat mir gesagt, ich soll nur bis am Montag zahlen, weil Samstag, Sonntag gibt es kein Frühstück und dadurch ist ein bisschen günstiger, sie hat gemeint, falls ich mich irgendwo anders orientieren möchte, habe ich die Möglichkeit, am Montag irgendwo anders zu schauen. Also sie war da eigentlich sehr, sehr kulant, weil sie hat gesagt, wenn ich das gesamte Betrag auf einmal zahle bis am 8., weil ich werde bis am 8. Oktober da bleiben und ich mich danach umentscheide, bekomme ich das Geld aber nicht mehr retour. Auf alle Fälle war sie sehr, sehr nett. Mir gefällt das Zimmer, ist eigentlich nicht so schlecht. Was mir da nicht gefällt, ist ein bisschen der Geruch da drin, ist ein bisschen muffelig. Ich glaube, da hat irgendwer da drinnen geraucht davor. Aber ich mache mir mein Fenster auf. Yes. Ich zeige euch meinen Blick vom Fenster. Oh, Paradies. Ja, also mein Blick ist in den Innenhof.
Aber mir ist relativ egal. Ich hoffe, dass ich in der Nacht Ruhe habe, dass ich mir das Licht sehe, dass ich mich erholen kann. Ansonsten ist mir relativ wurscht, wie es daneben oder vom Fenster, wie es da draußen aussieht. Da ist das Boulevard, das ist die Hauptstraße. Wenn ich zu meiner Tante gehe, dann muss ich da durch, also die ganze Straße durch. Das ist so circa eine halbe Stunde zu Fuß. Ich werde jetzt meine Sachen auspacken, mich ein bisschen von den Klamotten befreien, weil es ist eben immer zu heiß. Und ein paar Dinge noch erledigen und dann schnell zu meiner Tante nach Hause. So, meine Lieben, ich bin fast bei meiner Tante. Ich war kurz im Supermarkt, ich habe was zum Trinken gekauft. Denn heute wird richtig gefeiert. Also ich habe mir alkoholfreies Bier gekauft, also ein Heineken. Und für meine Tante auch ein alkoholfreier Radler. Ich bin gespannt, wie sie aussieht. Ich habe sie schon seit einem Jahr nicht mehr gesehen. Sowas? Ja. Noch eine Katze, eine Streunerkatze. Ah Gott, sie hat so eine gute Seele, unglaublich. Du musst mal kurieren, du. Hi, Mine. Sie mal falsch dann. Sie mal falsch dann. Hi, Michi Mauji. Oh, du bist urschön. Und da ist die Oma, das ist ein. Sie ist sehr, sehr alt. Oh mein Gott, wie alt bist du denn? Mauji, so was. Sie ist 16 Jahre alt, oh mein Gott. Essen ist fertig. Oh, sie hat gekocht. Du filmierst? Du filmierst? Kamera, du bitte. Ich habe meine Tante gesagt, dass meine Knie wehtun, wegen der Kälte. Und sie hat mir sowas gegeben. Oh Gott, das schaut aus wie der Weihnachtsmann. Ja. Hey ihr Lieben, ich bin schon wieder im Hotelzimmer. Ich war schon bei meiner Tante und wir haben viel geplaudert und auch viel gelacht. Wir haben zusammen gegessen, Bier getrunken und jetzt freue ich mich auf mein Zimmer. Also ich bin total müde. Ich habe auch gestern bis spät in der Nacht gearbeitet. Ich habe noch ein Video geschnitten, bis 12 Uhr in der Nacht. Dann um 4 Uhr bin ich aufgestanden. Das heißt, ich habe noch 4 Stunden geschlafen, also circa 3,5 Stunden oder so. Und jetzt freue ich mich, dass ich mich im Bett hinlegen darf. Ich habe mir heute noch vom Supermarkt ein Fanta Traubengeschmack. Der schmeckt wirklich so lecker. Ich weiß gar nicht, ob es in Österreich sowas gibt, aber der schmeckt wirklich brutal gut. So, ich werde mich jetzt vom Vlog verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Bye, bye.